Leute, der Soreo ist hier. Willkommen zur nächsten Folge Starfield. Ja, schön, dass du dabei bist. Das erste Mal dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Wenn es dir gefällt, wie immer, gerne ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, Hinweise, Fragen, irgendwas. Jetzt versuchen zu beantworten, so gut ich kann. Und wenn du unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst, lass mir doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. So, ja, hinter uns liegt dieser Außenposten und da ist mir beim letzten Mal ja am Ende das Spiel abgestürzt. Ich habe das dann direkt nochmal versucht, musste dann vom Schiff wieder neu starten, habe wieder die Mission geholt, die lustigerweise dann aber heißt, ich muss Piraten im Weltall bekämpfen. Also wir haben jetzt die Mission Piraten im Weltall, bin dann wieder hierhin, bin in den Außenposten rein, der ist relativ groß, das sieht man von außen nicht. Mir das Spiel nochmal abgestürzt. Okay, neuer Tag, neues Glück. Mittlerweile gab es auch noch ein kleines Update von Starfield. Also, ich bringe die Folgen durchaus mit einiger zeitlicher Verzögerung heraus. Also bitte nicht wundern an der Stelle. Und ich habe jetzt gerade den Außenposten gemacht im Off. Und ja, habe eine ganze Menge rausgeholt. Das Spiel ist nicht abgestürzt. So, und was wir jetzt noch machen, ist nämlich hier die feindlichen Schiffe im Orbit zerstören. Und da müssen wir aber zuerst natürlich wieder zurück zum Schiff. Und ich muss sowieso zum Schiff, weil zivile Außenposten. Wo ist jetzt mein Landeplatz? Landeplatz. So, Reisen X. Ich muss natürlich erstmal zum Schiff und mein gesamtes Inventar leeren. Und vor allem Barrett, dem habe ich auch das Inventar vollgeknallt. Ja, also ohne Ende. So, das heißt, wir müssen hier erstmal Schiff. Frachtraum. So, Inventar. Nee. Und hier Inventar. So, dann gucken wir mal. Nee. Das ist. So, das ist mein Inventar. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ein Lichtbogenschweißer können wir rüberpacken. Ein. Die Ripshank können wir überblicken. Jetzt haben wir alles. Anzüge. Bestienjäger, kalibrierter Anzug. Tiefbohren. Ein Teil besser, aber zum Teil auch schlechter. Passen wir den mal rüber. Rucksäcke haben wir den. Helm. Besser. Ist auf Strahlung. So. Ah, nein. Fisch. Helme. Kraken zurück. Falsch, Frachtraum. Und hier Inventar, mein Inventar. Ressourcen. Alle Ressourcen lagern. Das ist richtig viel, was ich hier bekommen habe. Also zum Teil auch da drin. Richtig viel. Und ich habe eine antike, ödische Entenfigur gefunden. Mit 4430 Wert. Ich hoffe, ich kriege da ein bisschen was für. Das wäre richtig cool. Iggy Dietrich hier behalten wir lieber. Und es gab Notizen. Es gab eine Notiz, die hat dazu geführt, dass mein die Notübertragung 1 nochmal so geht das nicht weiter. Da war es gerade. Erhöht die Tragekapazität dauerhaft um 5 Kilogramm. Das habe ich da gefunden. Cool. Sehr cool. So. Wir mal raus. Jetzt müssen wir dafür können wir mal schicken, genau, mit Barrett reden. Lass uns Ausrüstung tauschen. Der ist mittlerweile, der kann auch nicht mehr tragen. So. Wir lassen dir mal eine Eon. Wir lassen dir mal einen Equinox. 5 Messer wegraten. Ich hoffe, dass nicht irgendwann mein Schiff auch voll ist. Das wäre schade. Die Laserpistole lassen wir mir mal. Aber nicht. Die lassen wir dir mal. Lassen wir dir mal. Weg. Weg. Kalibriert, modifiziert. Umzingelt. Oder falls du mal irgendwie nennen. Ingwist, das lassen wir. Rucksäcke. Barrett, Helme. Kleidung.
auch immer. Munition, Ressourcen. Nehmen wir mal. Und da nehmen wir alle mit. So. So, jetzt bin ich natürlich überladen. Das dürfte aber hoffentlich nicht so schlimm sein. Weil wir jetzt in den Frachtraum gehen, in mein Inventar und ich alles darüber schmeiße. Cutter. Ich habe im Übrigen festgestellt. Bestätigen. Oh. Schiff kann nicht mehr gelagert werden. Nein. Das ist schlecht. Okay, ich habe noch ein bisschen, aber das ist natürlich schlecht, denn das Schiff jetzt auch voll ist. Oh Mann, ey. Ich habe eben festgestellt, der Cutter, der ist gar nicht so schlecht. Der macht schon richtig Schaden. Also wenn du zu weit weg bist, macht er gar keinen Schaden. Aber im Nahkampf, also was heißt Nahkampf, auf so 3 Meter oder so, ist der richtig, richtig gut. So. Jetzt machen wir aber auf jeden Fall mal hinsetzen und wir müssen jetzt in den Orbit, weil gegen irgendwelche Piraten kämpfen. Das versuchen, abheben in den Space und dann gucken wir mal, wo wir da hin müssen. Kämpfen gegen die Piraten. Ich weiß nicht, ob wir dann hier nochmal landen müssen. Können wir gucken, ob wir in dieser Siedlung nochmal was verkaufen können. Das wäre ganz gut. Und wenn wir ein bisschen näher dran landen. Ja, echt ein ganzes Stück. So. Ich muss jetzt mal kurz kennen. So. Hier. Wo es festlegt. Ja. Essen. So konnte. Zu schnell, dadurch kann ich mich nicht gut bewegen. Was ist der denn hier? Oh. Gar nicht. Ist gar nicht gut. Höhlenschaden. Komm nicht dazu. Ich will immer. Irgendwie ist das Schiff gerade dermaßen langsam. Okay. Also, warum ist das Schiff, also hat sich gerade bewegt wie eine Leine End auf Grund? Nämlich gar nicht. Ja, oh, die sind Level 10. Zielerfassung. Antrieb. Ich kann gar nicht reparieren. Er ist weg. Okay. Okay. Ich bin komplett verwirrt. Nein! Hab ich ihn jetzt drauf gedrückt? Boah. Also 3 Schiffe sind echt mies. Fliege ich hier wirklich gerade gefühlt? Also guck mal, ich drehe mich ja mit einem... Ich will immer...
Ich will immer... drück immer schneller fliegen, aber das macht gar keinen Sinn. Ich gehe hier nochmal drauf. Okay. So geh! Ich will immer 0 drücken. Ich habe gar keine Raketen, oder? Jetzt ist weg, aber da gehe ich drauf. Okay, also echt. Also ich glaube, ein Schiff reparieren geht nicht. Und irgendwie gegen die 3 mit Level 10 habe ich irgendwie keine Chance. Weil mein Schiff, also ich kann hier noch nicht mal ausweichen. Mein Schiff fliegt sich wie eine leierne Ente auf Grund. Ja. Oh. Oh. Einer weg. Oh, ey, krass, ey. Bum, 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 knallt das nur rein. Okay, also ganz ehrlich, ich verstehe gerade nicht, weil... damit kann ich drehen, aber ich will hoch und runter fliegen. System wählen. Weg. Okay. Hat man den zumindest mal ein bisschen bekommen. So. Was ist denn jetzt hier? Was hat er denn jetzt gerade hier für eine Anzeige gehabt? Oh, oh. Nein! Dieses Schiff, es fühlt sich wirklich an wie eine bleierne Ente auf Grund. Das gibt's doch, ist doch unglaublich. Also, so, vor allem, ich will immer mit WAD, mit WAD mich bewegen, aber das funktioniert nicht. Wenn du zu schnell fliegst, dann wirst du noch langsamer. Ich bin echt so langsam. So, komm, geh drauf, ja. So. Oh, und dann kommt einer von hinten. Okay, so. So, ich will den Antrieb wählen. Gucken, ob wir dieses Schiff ändern können. Ich kann nämlich sowas machen. Eigentlich.
Ja. Okay, nee, da ist es auch. Boah. Kehre zu Kolonisten zurück. Okay, warte mal kurz. So. Können wir mal gucken. Hier können wir nämlich Sachen noch hoffentlich einsammeln. Ich habe genug. Kann ich die denn einsammeln? Nee. Muss ich die markieren? Ja, Uran, Vanadium, Schiffsteile. Okay, super. Wir noch was anderes haben. Ich muss die also erst markieren. Also ich habe viel zu wenig Weltraumerfahrung tatsächlich bis jetzt hier. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich kotze. Ein Glück, dass ich das... Also ich kotze nicht, aber ein Glück, dass ich das jetzt nicht im mitten im Kampf gemacht habe. Aber also wie ich das Schiff aufrüste und verbessere, weiß ich nicht, aber das wäre, glaube ich, relativ dringend. So. Irgendwo müsste noch was sein, weil ich habe ja drei Schiffe, oder? Und nicht, wo das dritte wäre. Boost. Ich drücke einmal und dann boostet der dauerhaft. Das finde ich auch komisch. Wird jetzt sehr schön. Auch dran voll. Okay, warte mal. Wert. Masse 10. Okay. Inventar. Wir gucken mal kurz. Kann ich jetzt Schiff? Ach, drauf. Ich glaube, das Schiffsteile-Ding ist wichtiger als dieser Cutter hier zum Beispiel. Das heißt, die tätigen. Abwerfen. So. Schiffsteile. Okay, so und jetzt müssen wir zurück zu den Kolonisten. Kurs festlegen. Kann ich wieder Außenposten. Ich hoffe, dass ich nicht wieder da so ewig weit weg lande, weil das fand ich echt weit weg. Kann man noch direkt daneben landen, das wäre doch viel sinnvoller. Oh. Bin direkt hierher gekommen. Auch nicht schlecht. Jetzt mein Schiff. Na gut. Da hinten ist der Typ. Mit dem reden. Oder bist du drin? Da hinten ist der Typ. Da drin ist der Typ. Okay. Wenn gehen wir rein. Na gut. I never think about my old life unless someone like you comes around. Oh, you're back. That's great news. Please take this. It's 4000 credits und ein bisschen. Und ein bisschen
Zeug bekommen. Okay, so, warte mal, jetzt gehen wir aber gleich nochmal. Jetzt gehen wir nochmal in das andere. Da war nämlich jemand, da konnte ich was kaufen. Oder verkaufen vor allem. Das mache ich gleich nochmal. Macht Sinn aus meiner Sicht. Wenn ich mich nicht irre, war das hier drin. Luftbedeckung. Gehen wir dann, das wollen wir lieber nicht. Muss nicht sein. Ja, bei dem hier. Da kann ich nämlich. It's important to stay armed out here. I have ammo and let me know if you have questions. Da kann ich nämlich gucken. Das ist der Händler, der hat ja auch ein paar Waffen, aber die interessieren mich gar nicht. Glaube ich. Da ist nichts bei, was ich will. Ressourcen, Wasser, okay, aber Wasser habe ich. Verkaufen, so, jetzt können wir mal gucken. Ich würde gerne sechs von den Cuttern verkaufen, bestätigen. Ich, nee, den nicht, die beiden Eons verkaufen. Man kriegt nicht allzu viel. Nee, den Cutter kann ich auch noch verkaufen. Die beiden Kampfmesser verkaufen wir. Das ist nicht so super viel. Echt in Grenzen, was man dafür kriegt. Also was da auch zum Teil als Wert drin steht, die kann ich noch verkaufen. Dann war's das hier, glaube ich, schon. Die Munition wird auf keinen Fall verkauft. Sonstiges. Die Gitri auch nicht. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. Ja, halt. Rucksäcke. Okay. So. Stay safe out there. Take jetzt. As long as you need. If you have credits, I have merch. Ja, der hat halt 29 Credits. Mal kurz. Ich glaube nämlich, wenn man. Okay. Geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. Okay, wenn man jetzt irgendwie ausruht und dann nochmal herkommt, ich glaube, dann hat er nämlich wieder Credits. Das werden wir gleich nochmal ausprobieren. Wir gehen erstmal Oberflächenkarte zum Schiff. Yep. Ruhen uns mal aus. Hey, und dann kann ich doch hier auch irgendwo hinlegen, oder? Schlafen. Wenn ich jetzt hier 24 Stunden schlafe. Passiert ja nicht. So weit. Oh, das dauert aber ein bisschen. Okay. Und ich glaube nämlich, dann regeneriert sich bei den anderen. Also dann hat der wieder Geld und dann kann ich mehr verkaufen. Weil ich habe ja noch unglaublich viel, vor allem auch im Schiffsinventar, was ich echt mal loswerden muss. Weil sonst komme ich ja nie irgendwie dazu, hier mal wirklich sinnvolle Sachen zu sammeln, wenn eigentlich einmal alles voll ist. Leider. Zwei. Eins. Und aufstehen. Fühle mich aus. Yep, hab ich. Total. So, dann gucken wir mal hin. Hier wieder Außenposten. Reisen. Dump. Runtergeflumst. So, wäre hier. Dann gucken wir mal, ob das stimmt, der jetzt wieder Credits hat und mir neue Sachen abkauft. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich woanders tatsächlich auch mehr, das für mein Geld, für die Ware,
Aber momentan habe ich eher das Profil, dass ich viel Zeug habe. Nee, leider nicht. Nee, vielleicht wurde das gepatcht, weil das war offensichtlich mal so. Wert. Hat die jetzt Wert? Naja, gut. Und so ist. Okay. Most people love it, but life here moves too slowly for me. I'm going to open a real shop. Okay. Gut, so, dann ist die Frage, dann gehen wir eher gerade erstmal zum System nach New Atlantis, würde ich fast sagen. Alpha Centauri. Ruhe. Komme ich denn hier rein? Komme ich denn zu dem System? Wie komme ich denn jetzt bitte in das System rein? Also ganz ehrlich, diese Karte. Habe ich eine Aufgabe? So komme ich. Hä? Warum geht denn das hier und bei dem anderen nicht? Mars. Luna, Erde. Pluto. Also da kann ich sofort anklicken und komme rein. Hier. Nicht rein. Den Level 5. Was sind eigentlich. Also wo ist denn der Anfangsplanet? New Atlantis, frage ich mich gerade. Ein. Freestyle Collective. Irgendwie, tut mir leid, also irgendwie ist diese Karte, sagen wir mal, ich glaube, das wäre hier. Aber ich komme da nicht rein. United Colonies. Muss festlegen. Alpha Centauri, Jemison, genau. Wieso kann ich da nicht rein, um gleich nach New Atlantis zu kommen? So. Geschäftsdistrikt landen. Also, das verstehe ich halt wirklich nicht. Ja. Wieso kann ich da jetzt nicht. Also, wieso konnte ich da nicht in das System reinkommen? Komisch. I have something for you. Hey, so I. Of course, I was walking by. Anyway. Was immer er mir gegeben hat. Hackbraten hinzugefügt. Cool. So, wartet mal. Jetzt gucken wir mal. Ob wir hier irgendwo ein Geschäft finden und was verkaufen können. Distribution Center. In dem Vertriebszentrum schon mal? Ich glaube ja.
afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able. Welcome to UC Distribution. I hope we have what you need. So, Händlerkredits, das ist doch schon mal ganz gut. Rapid Shot, 109 Schaden. Was? Und das Ding ist aber auch teuer. Smart Gun, 11, okay. Ja, 15. Okay. Jedenfalls wollen wir mal verkaufen und wir verkaufen. 2 Equinox. Verkaufen das Ding. Die Kraken. Das Ding und das und das und das. Halt weich. Munition. Ne, Munition verkaufen wir nicht. Das nicht. Rucksäcke nicht. Helm. Den verkaufe ich. Da muss ich erst den Helm wechseln. Kleidung. Kaufen. So. Ressourcen nicht, sonstiges. Nein. Das behalten wir alles. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. So, dann guck mal hier mal. Den Lichtbogenschwörer verkaufen wir. Er hat den, obwohl die legendär ist, hatte die denselben Schaden. Okay. Anzüge. Den. Rucksack, lassen wir mal drin. Kleidung, lassen wir mal auch drin. Falls wir irgendwas brauchen. Das Ding verkaufen wir auch. So. Verlassen. So. Gucken wir erstmal für uns selber, dass wir hier. Haben Leiden, was mich gerade plagt. Die Pracken. Machten die, was bedeutet denn dieses Ausrufezeichen? Status. Muskelriss. Leichenver. Okay. Ich habe einen Muskelriss. Hilfe. Verbände. Behandlung von Leiden. Muskelriss. Das Ding, oder? Muskelriss. Wie den Muskelriss denn zugezogen? Barrett ist der eigentlich hier? Da vorne. Du hast doch auch noch Zeug, oder? So. Waffen. Anzüge, Rucksäcke, nein, Helme, Kleidung, Werfpfeffer. Okay. Ich dachte, der hätte noch mehr, aber alles klar. Wenn nicht, dann reden wir nochmal und ich kaufe noch den Rest. Und zwar, achso, nein. Waffen. Das Ding und das Ding. Und Helme. Den Constellation Helm. Besser. So. Gut. Dann sind wir jetzt richtig sachenlos geworden. Und. Besteuerung. Okay. Dann war das. Und ich mache Schluss für heute mit der Folge. Wir werden dann das hier machen. Diese Analyse, und mal gucken, ob wir diese beiden Analysen hinbekommen. Ich glaube, da kann ich jetzt hinspringen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke mal, dass ich da hinkomme und wir sehen uns dann. Bis dann, Leute.